Risiko. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Passion Royale, gefunden auf Steam. Meine Wenigkeit Klungerdrache heute am Stissel und der Harlatin ist im Hintergrund auch am Start. Moin Moin, ein gesundes neues Jahr. So ist es. Bin froh, durch. Tja, ein Mittelalter Battle Royale, kostenlos. Zumindest zur Zeit. Ich weiß nicht, ob das kostenlos bleibt. Und wir haben mal einen Server gefunden. Und gucken jetzt einfach mal, wie es läuft. Mit Luftballon. Also nicht Luftballon, aber. Da machen wir schon die ersten raus. Und wählst du deine Waffen? Nee. Ach doch, nee, klar, oder? Weiß ich nicht, ob es. Wir werden es sehen. Das war interessant. Dann musst du dich natürlich okay, vorher schon ganz gute Hier gehen viele raus. Die wollen dort hinter. Ich gehe mal zur Mühle. Press oben, press shoot. Okay, ja. Schauen wir mal. Drehen uns mal ein bisschen um. Ich brauche Schlösser, ja, richtig geil. Nee, jetzt ist alles weg. Okay. Maus und Tastatursteuerung, meine lieben Freunde. Ist jetzt nicht mein bester Freund. Flunder sein Liebling. Aber wir probieren's. So. Wir haben einen Bogen, eine Pickaxe. Das ist schon mal gut. Also können uns zumindest schon mal verteidigen. Abbauen kannst du nichts, oder? Nee. Steine vielleicht rein. Katapult. Oh. Okay. Throwing Knife. Oh. Throwing Knife Epic. Geil. Dann sagen wir, das hätte auch wieder, es gibt Farben. Longsword. Sehr da liegt cool. Noch viel rum. Lohnt sich. Eher ausgelootet, gleich voll equipped, ja. Bräuchte Backpack oder sowas, das wäre ganz gut. Ja, das war jetzt gut, ja. Schönes Schwert hast du. Meat. Meat, Fleisch. Oh, Handschuhe. Okay, also ein bisschen Rüstung gibt's also auch, ganz normal. Und sie hat aber auch, die wird gleich ausgerüstet, wenn er sie einsammelt. Ein Speer. Oh ja. Ein Speer halt, ja. Eine Lanze. Pickaxe. Die Frage ist halt, kann ich die zum Beispiel... Added Lance. Aber wohin? Ja. Ah, okay. So, das heißt, wir könnten ja das Katapult erst dann nutzen, wenn es soweit ist. Naja. Alter, ein Ding. Ja, ich habe. Das war eigentlich ganz geil. Bitte auf Distanz halten. Warum? Throwing Knives habe ich auch. Das heißt, ich kann von Weitem auch ein bisschen agieren im besten Fall. Nochmal Throwing Knife. Ein bisschen Rüstung wäre ganz gängig. Bow Epic. Können wir den auch wegschmeißen eigentlich? Ja, die ganzen epischen Waffen. Ach, abgesnackt. Drop hier. Alles klar. Okay. Ah ja, mal Schuhe. Legendär. Oh. Sehr gut. Schlecht. Was haben wir hier? Gloves legendär. Aber man sieht es hier wiederum nicht. Ah doch. Dann ziehen wir die natürlich an. Das ist doch klar. Schüche. Oh, Käse. Käse. Noch ein Katapult. Naja, wir nehmen es erstmal mit. Wäre interessant, was du damit machen kannst. Ich würde mal aufbauen, Jens. Können wir machen. Können es ja mal ausprobieren. Dass du einfach pauschal über der Karte schießen kannst, ob du Munition brauchst. Wir probieren es mal aufzubauen. 6. Ah, da brauchst du aber anscheinend auch Munition. Also doch, ja. Zumindest scheint es so, weil das ist immer leer.
Okay, das heißt, das Katapult im Endeffekt. Ich kann sich reinsetzen, sauber schießen. Ging nicht. Aber vielleicht kann ich doch mit der Pickaxe hier unten Steine abklopfen. Na, hatte ich gedacht so vielleicht, dass du das machen musst. Wäre auf jeden Fall interessant. Sieht zumindest so aus, dass es gehen könnte. Ja. Ja, siehst du. Oh, sieht sogar cool aus. Das gefällt mir, Leute, dass wir ein Survival-Spiel einfach viel öfter sehen, dass die Steine so zerfallen. Das fand ich hier bei Conan Exiles geil. Ja gut, das müsste ja drunter fallen vorher, aber... Die Idee finde ich so viel cooler, als wenn einfach nur... das anders aussieht. Ah, okay. Das ist ja, das könntest du tatsächlich schießen, wahrscheinlich. Sieben Steine. Oh, was ist denn da oben? Was ist denn das, eine Kuh? Platz zum Markt. Das willst du wissen jetzt, ha? Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist... Hinstellen, Schloss bombardieren. Das Ding ist, es könnte hier theoretisch wirklich ganz gut sein, wenn ich sie hier irgendwo aufbaue. Ich bin halt, glaube ich... Ich schade, hätten wir das auch mal zu zweit probieren können, aber naja. Ja, Luke, wir können ja nochmal eine Runde machen, ist ja kein Problem. Ja, muss aber erst mal laden. Und Steam, mein lieben Freund, im neuen Jahr ist echt grauenvoll. Wir probieren... Wir probieren mal das Katapult aus. Sehr schön. Das wollte ich hören. Und alle anderen auch, ich weiß es. Wir machen einfach mal einen Lackschuss. Eins im Chat. So. Auf geht's gut. Ach. Hä? Okay, ich muss so zielen. So muss ich zielen. Also ich dachte, da legt erst den Stein rein. Aber da legt den Stein nicht rein, sondern du ziehst mit der Maus und musst sie ziehen. Also du ziehst mit der Maus und mit der Mausziehung. Na gut, das muss man erstmal wissen. Es tut mir leid, Leute. Hätte ich auch nicht gewusst. Das tut mir leid. Schade. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Okay. Das heißt, das Teil zu benutzen ist tödlich mit One-Shot. Aber wenn du triffst? Wahrscheinlich, aber gefährlich. Na gut, beste Runde ever. Gleich geliefert. Bei mir hat sich jetzt wieder weggehauen, ja. Ja, das ist halt genau das Problem bei solchen Spielen. Man müsste halt, das ist die allererste Runde, die ich spiele oder die wir jetzt angucken und dachten, okay, wir machen gleich die Aufnahme. Wir wissen ja nicht, ob wir überhaupt, ne? Wie viele Leute spielen es, wie oft kommt man rein. So, und dann probierst du halt, sowas aus und dann passiert halt solcher Scheiß, ne? Das ist halt. Gut, aber wie gesagt, das kannst du ja vorher nicht wissen. Das fand ich jetzt aber an der zu cool gemacht, also. Weil das ist anscheinend so, dass ich so zielen muss. So. Ja, kannst du ja mal probieren, ja. Oder muss ich irgendwie anders zielen? Ich weiß es nicht. Also. Ich müsste auf alle Fälle mal einen Stein oder sowas haben. Dann bräuchte ich erstmal eine Pickaxe. Stein oder ein Speer kannst du vielleicht da schießen. Oh ja. Null. Headshot. Boah. Nice. Das wär's für dich gewesen, mein Freund, im Battle Royale. Und schon wieder hätte ich da 40 Kass gegeben. Na gut. Okay, also Throwing-Sachen, da komme ich ganz gut klar, das passt. Scheiße, ich hätte... Bauen wir das Katapult aus, ob der... Es ist halt nicht... Ob der mit dem Pfeil? Weil da so ein Pfeilsymbol ist. Ja, es ist halt kein Steh drinne. Das verstehe ich. Das Katapult ist mir irgendwie... Ich muss da weggehen davon. Also ich muss es gedrückt halten, halt, rechte Maustaste. Wenn ich sie wegnehme, ist vorbei. Aber ich kann weggehen. Ja, wenn du weggehst, ja. Das kann ich. Verrückt. Hätten sie ja einmal über Steine irgendwie machen können, dass du hier mal ein bisschen probieren kannst, ja. Wenn sie hier so ein Katapult machen, wo es sich One-Hit killt. Ja, du findest bestimmt eine Pickaxe irgendwo, eine Pike und kannst Steine abbauen.
Ja, ich habe halt bis jetzt. Das sind aber, keine Steine zum Abbauen. Ja gut, aber theoretisch geht's, aber es wäre jetzt erstmal nicht mein Pläsier. Ja, die Dinger funktionieren gut. Okay, also Wurfsachen gehen wunderbar. Das heißt, darauf sollte ich mich vielleicht. Oh, Schild. Okay, na gut, Schild und Schwert ist eine gute Kombi auf jeden Fall, klar. Ein Bucket. Ein Jacket. Ein Buckler. Throwing Knife. Okay, das sieht man auch mal, was es so ungefähr erstmal an Items gibt überhaupt. Also eine gute alte Item-Übersicht. Grob zumindest auch. Ja, gut. Wohl sein. Außer für Wasser wahrscheinlich. Ah. Okay, ein Korb scheint aber ein seltenes Item zu sein für mehr Items. Obwohl man da ja auch sorgen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Na gut, ich habe einen Throwing Spear. Der hatte, ich glaube, 15 Ladungen. Wenn du jetzt ein paar Gegner hast. Oh. Den habe ich aber gegeben. Alter, oha. Das heißt, du musst da schon aufpassen, dass du Minimum E2 Nahkampfwaffen hast und von den Throwing-Sachen ist halt auch irgendwann vorbei, ne? Ja. Das heißt, da muss man mal aufpassen, das ist okay. Na gut, ist egal. Frohes Neues, ihr Ficker. Ein frohes Neues, Speedy. Grüß dich. Oder wie es bei uns heißt, Anaigo. Alles. Kann man nicht machen, eine Aufnahme, ja. Also nichts Gesundes Neues. Genau. Ah, nein, go. Nee, Gesundes Neues. Okay. Das kommt nicht von dir, Leute. Müsst ihr verstehen, der ist. Da ist fertig. Ja, mein Gott, war ausgebuddelt. Ja, mein Gott, war ausgebuddelt. Okay, also man kann anscheinend... Viele Jahre geschlafen. Man kann füllen... Winterschlaf muss sein. Okay, es geht los, Leute. Dann jetzt Burg, Katapult, ab geht's. Du mit deiner Katapult, ich will mal gucken. Naja, du kannst ja gerne wissen, dass du drauf stehen bleibst, du Pfeife. Das könnt ihr gerne wissen. Ich hab mir gesagt, du sollst jetzt sauber abschießen, ich hab gesagt, du sollst das Katapult schießen. Ja, das ist. Das ist doch das. Aber die Idee ist cool. Ja. Mit dem Stein abbauen und so. Wir gehen mal da drüben in die Stadt. So. Aber theoretisch könnt ihr das auch runterladen und dann sind wir bestimmt, also das wäre möglich, ne? Ich möchte es nur gesagt haben. Im Hintergrund. Mhm. Könnten wir doch runterladen. Wäre eine Möglichkeit. Ich und Battle Royale spielen, super Nummer. Das ist doch gegen uns alle. Mhm. So, einen Eimer nehme ich mal jetzt nicht mit. Okay, ein Butcher Knife, das ist schon mal wenigstens was. Eine Throwing Axe, sehr gut. Ist jemand mit hier gelandet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Noch ein Butcher Knife bringt mir nichts. Eine Lanze. Throwing Axe nehme ich mit. Was? Ein Pool Orm? Achso. Okay. Okay, falls ihr irgendjemand hört oder seht. Oder in dem Fall. Ja, feines. Kreuze. Wurf. Wurfkreuzer, ja. Also auf alle Fälle ein bisschen Rüstung wäre ganz nett. Da wäre ich ganz zufrieden und glücklich. Wir haben schon mal einen Korb. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bloß noch bitte eine Weste oder ein Shirt oder Throwing Knife nehme ich auch. Das ist schon mal gut. Und dann... Broken Spear bringt mir jetzt nicht so viel. Da oben ist er noch. Ah ne, das ist eine
für eine Hirsch oder was das war. Ein Bogen wäre nicht schlecht, wenn ich ein paar Pfeile hätte. Und die Frage ist, die Pfeile, also zum Beispiel für die Throwing Spear, das ist gut. Den nehme ich hier mal mit rein. Und Nahkampf nehme ich hier. Ich weiß halt nicht so richtig, ich muss ja, oh. Ich muss ja zum Beispiel, um die Steine zu bekommen, muss ich ja, um die Steine zu bekommen, muss ich auch Stein abbauen mit einer Picke. Könnte das theoretisch so sein, dass ich mit einer Axt an einem Baum Holz abbauen muss, um damit dann Pfeile zu bekommen? Hallo? Ja. Das wäre doch theoretisch eine Möglichkeit, oder sehe ich das falsch? Theoretisch ja, müsste eigentlich gehen. Hier habe ich das Katapult. Hier haben wir einen Helm. So, hier haben wir einen Eimer, den brauche ich jetzt mal nicht. Mit dem Brot nehmen wir mit. So, ein Schild. Ein Helm. So, jetzt ist euch die Frage. Ein Schild nehmen wir mit rein. Okay, die sind also sehr gut. Ein Laib Brot. Ich sehe aber auch kein aus. Ja gut, die Städte sind da groß, ne? Oh, das ist richtig. Es mag die Jungs. Das ist für Marisch. Das Ding ist, sehe ich irgendwo vielleicht. Okay, alive sind zwei, vier und gekillt sind zwei schon. Okay. Oh oh. Käse. Brown Mushroom. Ich hätte gern noch ein bisschen Rüstung, ehrlich gesagt. Ich fühle mich noch nicht so safe. Ich ehrlich bin. Hast du einen Hut auf? Der Kapuze, soll passieren? Was soll passieren, Leute? Das sagst du. Wir haben auch das Katapult, ja. Das habe ich aber schon im Inventar. Mach mal bitte Feuer im Ofen, mir ist kalt. Ja. Wir haben einen Bogen. Broken Longsword. Okay, gibt's auch krass. Das ist sogar blau. Mhm. Mal wieder ein Bucket. Ah ja, ist ein Bucket. Die Kerze kannst du auch mitnehmen? Nee. Kerze? Nö. Nee, innen drinnen? Nee, gut. Okay. Aber manchmal ploppen die Gegenstände erst auf vor dir, könnte sein. Ja, das ist halt. Ja, aber manchmal sei es so gewollt, dass die erst. Das Problem ist halt, dadurch, dass jetzt auch noch vier am Leben sind, wenn die auf der ganzen Karte verstreut sind, das kann dauern. So. Relativ wenig Leute, ja. Throwing Knife Blau. So, dann tun wir das tauschen, die sind besser. Throwing Axe habe ich hier. 40. Okay. Wurfdinger sehen krass aus. Wenn man überhaupt dazu kommt, zu so einer Situation. Ich glaube nicht. Aber da hast du keinen schwulen Gasnebel, Leute, da hat man kein Dings, was zugeht und nichts. Das weiß ich noch nicht. Das ist ja das Ding. Das kann ich ja noch gar nicht sagen, ob das der Fall ist. Das deutet aber jetzt nichts drauf hin. Zumindest nicht auf Gasnebel oder so, weil du hättest ja, brauchst ja wenigstens mal eine Maske oder irgendwas. Aber das ist natürlich richtig, wenn du jetzt zu zweit bist, selbst wenn es 144 Spieler gewesen wären oder weiß ich wie viel.
die letzten zwei sich dann zu finden. Also eigentlich müssen sie was machen, um es einzudämmen, weil das ist ja sonst aussichtslos hier. Dann suchst du ja einen. Da habe ich einen gesehen. Jetzt darf Loni hier. Jetzt. Kriegst du das Kreuz in die Schnauze, ja. Das werden wir sehen, ob da das eine Schnauze kriegt. Da haben wir ein Blatt. Du hast ein Wurfmesser, also Wurfdings, musst mit Maustaste durchspielen, was soll passieren? Das sind die besten Voraussetzungen für mich, ja. Joyful is anyone in the game. Ja, wenn noch vier am Leben sind, du Depp. Bestimmt jemand hier drin. Oh Gott. Und du, Junge! Also, in der Probe besser getroffen. Boah. Hatte schön einen in der Schulter hängen, ne? Aber. Ja. Stimmt. Jetzt haben wir es gesehen. Käse ist Heilung. Okay. Schade. Ein Käse. Okay. Aber grundsätzlich möglich. 74%. Passion Royale meinst du jetzt bei euch oder was? Bei mir, oder? Und 32. Ich nicht. Ah, Speedy hat's geschnitten. Ich glaub's nicht. Hallo, ich bin ja auch. Dann, jetzt nicht der Hälfte, dann würde ich einfach der mal Helleporter an meiner Lanze. Dann würde ich einfach mal so sagen, meine lieben Freunde, dass wir das als kleines Demo-Letztest angezockt lassen und dann einfach nochmal eine Runde machen, wo wir zu dritt und nochmal das Ballern. Nee, das ist aus. Oder guck mal. Jo, sehe ich genauso. Eher pfeifen. Ja. Also ladet euch selber mal runter, ist an sich ja eine geile Idee, ne? Also, dass du mit dem Katapult, du könntest theoretisch, wenn jemand gesehen, hätte ich den jetzt, den Typen in der Kirche gesehen, hätte ich ja von Weitem mit dem Katapult zum Beispiel einfach in die Richtung fahren können, wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht gleich One-Hit weggenommen. Ja, machst du aber selber, du. Vielleicht auch nicht, wie gesagt, das muss man halt mal ausprobieren, ne? Wie die Höheneinstellung ist. Also, das ist, da fängt es ja schon an. Ich kann mal hier gucken. Controls, ob man... ob man eine Höhe einstellen kann. Naja, steht es nämlich nicht. Denke ich an, ich denke, so viel kannst du gerade einstellen, das ist eher so gut Glücksschuss. Anscheinend. Tja. Wenn du dann von links nach rechts dich beballerst. Egal, dann machen wir das einfach so. Und in der nächsten Runde sind wir dann mal zu dritt am Start auf einen Server. Dann gucken wir mal, ob wir uns auch finden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. In Form eines Likes, Kommentars. Ja, oder Abonnements, weil 800 Abos sind das nächste Ziel. Ne? Müssen wir hin, hilft ja nichts. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin, ciao Leute. Bis gleich in Action. Macht's gut, tschüss.